Hi, herzlich willkommen bei der neu eröffneten Miniaturwelten Stuttgart. Wir als Modellbahn Union haben hier eine Präsentationsfläche unserer Eigenprodukte, unser Dioramen und natürlich auch exklusiver Sondermodelle, die wir für Miniaturwelten Stuttgart gemacht haben und die es natürlich nur hier zu kaufen gibt. In diesem Video zeigen wir euch ein paar Impressionen der Anlage und die Macher der Miniaturwelten. Mein Name ist Rainer Braun, bin 59 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, selbstständiger Berater, das ich nebenher auch noch mache und Schwabe mein Herz. Das Besondere an der Anlage ist, sie ist in einer Person gebaut, 185 Quadratmeter, das größte Stadtmodell Europas. Also der Zeitverlauf ist von der ersten Phase 1979 bis ca. 1992, wo sehr viel Ursprüngliches gebaut wurde. Dann von 92 bis 2007 wurde dann in der Schwabstraße weitergebaut und das sind die Epochen, die man also bis zum Cannstatter Carré 2007 dort erkennen kann. Der Standort dieser Anlage ist eigentlich in 1A-Lage touristisch gesehen in Stuttgart direkt am Hauptbahnhof in der Arnulf-Dett-Passage zwischen Königstraße und Lauterschlagerstraße. Das sind die Hauptverkehrsachsen, die hier von Touristen oder vom Publikum genutzt werden, die in Stuttgart sind. Ich bin Peter Czawajda, ich bin N-Bahner mit Herz und Blut. Ich selber bin hier aus Stuttgart. Und bin jetzt hier zu den Miniaturwelten gestoßen, aus Leidenschaft. Und einfach, weil man die Anlage zeigen muss. Also ich bin hier bei den Miniaturwelten mit dazugekommen, auch unter dem Gesichtspunkt ein bisschen für Datenverarbeitung, Marketing, Gestaltung der Werbeflächen, Flyer, sonstige Sachen zu bringen. Ich habe in meinem Beruf das gemacht und übernehme jetzt hier diesen Part. Wie können wir hier auffallen? Was können wir denn machen, damit möglichst viele Leute die Ausstellung besuchen? 2, 1, eröffnet! Den Gesamteindruck, den kann man fast gar nicht beschreiben, wenn man die Geschichte dahinter noch mit dazu kennt. Wenn man selber Modellbahner ist oder auch selber Modellbahnen macht, das ist, man kann sich fast nicht vorstellen trotzdem. Die Anlage wirkt sehr groß auf mich. Ein Quadratmeter ist ja über 180 Quadratmeter groß. Und das ist schon einiges. Also ich war zum Beispiel auch schon im Mivola, im Miniaturwunderland in Hamburg. Und dadurch, dass es eine Spur N ist, kommt es ja nochmal größer rüber, weil es halt ein kleinerer Maßstab ist. Und ich finde das sehr imposant, die Anlage. Also ich kenne ja den Rainer Braun schon seit ein paar Jahren und ich weiß, was er für eine Leistung gebracht hat, erbracht hat, diese Anlage überhaupt zu retten. Das ist etwas, was man sich angucken muss, wenn man hier in Stuttgart ist oder wenn man mal einen Besuch hier macht. Es zeigt Stuttgart vor etwa einem halben Jahrhundert und zwar den Hauptbahnhof, die Innenstadt und noch diverse andere Bereiche der Stadt. Stuttgart kann auf Stuttgart im Modell stolz sein. Also ich bin völlig beeindruckt von dieser Anlage, von dieser Größe und was ein Mensch erschaffen kann. Und ich bewundere diesen Mann, der hier dieses Wunderwerk gebaut hat. Ich bin jetzt gerade hier vorbeigelaufen und ich fand es sehr ansprechend. Und dann dachte ich, gehe ich einfach mal rein und schaue mir das mal an und bin doch sehr, sehr erstaunt, wie groß das hier überhaupt ist. Liebe Freunde, ich freue mich, wenn ihr nach Stuttgart kommt und diese tolle Anlage bestaunt, erkennt den Wert und die Schönheit des Modellbaus. Ihr seid herzlich eingeladen. Wir sind da und können alles erklären, erzählen über die Geschichte, die Erbauung der Anlage und wir freuen uns auf einen Besuch.